Bei der Ausfahrt von Castellón de la Plana sind wir leider gerade über einiges Treibholz gefahren, das sich jetzt um unser Ruder, unsere Schraube und unser Schwert gewickelt hat. Und wir werden jetzt einige Tauchgänge unternehmen müssen, um ja, uns wieder manövrierfähig zu bekommen. So, Timmer, das hast du jetzt alles von unserer Schraube abgezogen. Ja, aber es ist noch mehr dran. Das war der erste Anfang. Okay, weiter geht's. Hier schwimmt überall noch weiter Treibholz herum, deshalb wird Zimmern vom Bug aus uns jetzt ein bisschen navigieren, damit wir dem besser ausweichen können. Valencia haben wir 2 Tage verbracht und uns dort die sehenswerte Altstadt angeguckt, aber vor allem beeindruckt waren wir von dem Stadtpark, der sich wie eine grüne Autobahn durch die ganze Stadt in einem alten Flussbett zieht und gespickt ist mit Parks, Sportanlagen und wirklich beeindruckenden architektonischen Gebäuden, die sehr futuristisch anmuten und wo sich die Museen und Theater von Valencia befinden. Wir haben in letzter Zeit festgestellt, dass eine unserer Winschen hier ein bisschen unrund läuft und Geräusche von sich gibt und vermutlich innerlich verschleißt. Und das haben wir heute mal zum Anlass genommen, um alle unsere 4 Winschen auseinanderzubauen, zu reinigen und neu zu fetten. Und haben dabei leider festgestellt, dass die wohl noch gar nicht gereinigt wurden, seit es die AMD gibt. Obwohl man das eigentlich einmal im Jahr tun sollte, zumindest das Fett erneuern. Und deshalb war das heute ein bisschen längere Aktion. Aber nach 5-6 Stunden etwas schmutziger Arbeit haben wir es jetzt geschafft und werden hoffentlich in Zukunft runder denn je zuvor kurbeln können. Ja. So, wir mussten jetzt gerade Tilman nochmal den Mast hochziehen, weil er das Pfeil nochmal wechseln musste, das ich vor ein paar Wochen in Süditalien schon mal hochgezogen habe. Nämlich hat es gescheuert an der Stelle, wo es immer aus dem Mast rauskam. Und bevor das jetzt komplett durchgescheuert ist, haben wir es lieber nochmal ausgetauscht und um die Stelle jetzt ein bisschen gepolstert.
Die günstigen Winde, die uns bereits die gesamte spanische Küste hinunter begleitet hatten, blieben uns auch weiter treu und so ging es in 0, nichts weiter mit frisch gereinigten Winschen und umso besser zu bedienenden Segeln. Nachdem es nun beinahe 4 Wochen her war, dass wir das letzte Mal in einer richtigen Bucht gewesen waren, nämlich auf Sardinien, war es nun aber an der Zeit für uns und unsere Gäste endlich nochmal ein bisschen in einsamen Buchten zu entspannen und die Unter- und Überwasserwelt dort zu erkunden. Ja, wir als Crew der Amadee sind natürlich immer auf der Suche nach neuen Booten und so inspizieren wir jetzt gerade ein Boot vom 2005er Volvo Ocean Race, dem renommiertesten Ozeanrennen der Welt, und schauen uns mal an, wie die professionellsten Segelteams der Welt unterwegs sind. Im Museum hier in Alicante gibt es das drittplatzierte Boot von dem 2005er Rennen zu besichtigen. Ja, da kann also auf jeden Fall viele Möglichkeiten, in den Kopf zu stoßen. Also hier hat auf jeden Fall auch mal irgendwas gerammt. Echt? Ja. Von außen schön eingedellt alles. Wird ja schon sehr alles ausgeschlachtet, also viel ist da nicht mehr drin. Distress. Nachdem in Alicante dann alle unsere Gäste von Bord gegangen waren, nutzten wir weiter die guten Winde und es ging mit der nächsten Nachtfahrt ein gutes Stück weiter Richtung Süden und auf die Straße von Gibraltar zu.
Ihr erinnert euch, dass wir in Barcelona einen Schaden an der Ruderanlage hatten und die Lagerung von dem Ruder lose war und neu ratiert werden musste. Nun, eine Woche später sind alle Schrauben gebrochen, die der Mechaniker in die Halterung reingebohrt hatte, um die Lagerung zu fixieren. Und wir sind jetzt gerade dabei, das alles nochmal neu zu machen. Das wird so gemacht, also wie ich mir das vorstelle. 7 und das ist wie viel? Ja, soviel zu unseren Abenteuern aus Spanien. Nächste Woche geht es dann weiter mit unserem Besuch der Alhambra und unseren Vorbereitungen auf die Atlantiküberquerung in Malaga. Und dann geht es endlich raus in den Atlantik.